Mode gesagt. Ich begrüße euch im neuen Jahr aus der alten Küche. Und da werde ich jetzt ein bisschen kochen, backen, brutzeln. Anspruchsgrad ist eher gering. Aber es gibt ja Leute, die sehen das ganz gerne und deswegen mache ich das und packe nebenher noch ein Päckchen aus, welches mir der Andi S. hat zukommen lassen. In diesem Sinne, dranbleiben. Es lohnt sich. Da liegen sie schon bereit. Heute gibt's Ofenkartoffeln und Wildschweinbratwurst. Das habe ich mir gewünscht für mich selber. Heute ist mein Geburtstag und da werde ich da jetzt mal hier ein bisschen noch die Kartoffelchen abwaschen. Aber die waren schon relativ sauber. Ja, die sehen alle gut aus eigentlich. Wunderbar. Die Wildbratwürste, die haben hier vorher noch drin gelegen. Da war die Conny so nett gewesen, wie ich jetzt von der Arbeit kam, dass sie mir die schon ins Wasser gelegt hat. Wenn ihr die in kaltes Wasser legt, tauen die schneller auf. Ne? Ich habe die eingefroren und dann tauen die einfach schneller auf. So. Ja, gut, das... Ich habe jetzt dem Andi S. noch geschrieben, hier mit seinem Paketchen da, dass ich das jetzt mal als Geburtstagsgeschenk werte. Er wusste das ja gar nicht vorher. Woher auch, habe ich ihn ja nicht auf die Nase gebunden oder sonst irgendwas. Von daher gibt es einfach nur noch mal ein zusätzliches Unboxing. Und ja, mal gucken, was es denn aus dem Hause Andi S. so gibt. Ja, gut, ich wasche hier noch fertig hier und dann geht's weiter. So, hier haben wir schon die Zutaten eigentlich, die wir alle brauchen. Das ist ganz normales Sonnenblumenöl, meine Gewürzmischung. Paprika, Rosenscharf, Salz und Zwiebelgranulat ist hier drin vermischt. Das mache ich immer selber. Hälfte Paprika, Hälfte Salz, naja, Hälfte vom Glas Paprika, ja. Vielleicht ein Viertel Salz und nochmal so 3-4 Teelöffel von dem Zwiebelgranulat, gefriergetrocknete Zwiebel, da wie auch immer. Das ist Brathähnchen-Gewürzsalz, kann man sagen, ne? Oder Schwimmbadpommes, was auch immer. Gut, so, schneiden wir gleich mal die Dinge. So, immer ordentliche Kartoffeln hier. Sind immer diese mickrigen Dinger, wie man sie sonst kriegt. Schöne deutsche Kartoffeln. So, jetzt lege ich noch mal ein bisschen auf die Seite. Dann packe ich die Kartoffeln hier hin, weil ich hier natürlich den Platz brauche jetzt zum Schneiden. So. Also, für diese Backofenkartoffeln. Zuallererst, man hat das Blech mit Backpapier ausgelegt. Ich mache es eigentlich am liebsten ohne Backpapier, aber da schimpft die Conny wieder. Wenn ich dann fast alles unter Öl setze, geht aber auch. So, dann kommen wir hier diesen Pinsel. So. Dann verteilen wir das Öl schön auf dem Backblech.
verteilt. So, das kann man ruhig hier drauf liegen. Das schadet nichts. So, und würzen direkt aus Papier drauf. Und das Öl. So. So, die Kartoffeln sind gewaschen. Nehmen wir das Messerchen. Und jetzt nehmen wir die Kartoffeln einfach und schneiden die. Die schneiden wir so rum. Ja, so rum, braucht ein bisschen mehr Platz. Schneiden wir sie auf. Ditsche die oder tunken die hier in der Mischung. So. Na, dann sehen die irgendwann so aus. Dann sind die hier schön gewürzt an der Unterseite. Dann wird das köstlich. So, und das Ganze mache ich jetzt mit allen. Da mache ich jetzt den Zeitraffer an und wenn die dann alle drauf sind, dann packe ich mal das Paketchen aus. So, soweit so einfach. Ihr seht das hier. Ist keine Schwierigkeit. So, jetzt nehmen wir hier wieder unseren Pinsel. Das ist nämlich der interessante Teil. Und machen gerade so ein bisschen Ölgemisch, nur so oberflächlich, auf die Kartoffeln drauf. Das ist nachher beim im Backofen wird das Öl ja erwärmt. Öl ist ja ein Katalysator, das heißt, es wird auch heißer. Und somit röstet das so ein bisschen oder grillt oder backt intensiver hier oben die Kartoffeln. Ich mag sie am liebsten mit Haut, mit Schale. Conny mag das nicht so. Aber da muss sie sich jetzt mal zurücknehmen, weil die hat dort keinen Geburtstag. So. Da kann ich ja auch mal Chef sein, ne? Und mal hier mit dem Pimmel mal auf den Tisch hauen. Nein, alles gut, meine liebe Conny. Wenn du das siehst, bist du jetzt gerade gar nicht dabei, bist im Keller und hängst die Wäsche auf. Sollen wir da auch noch einen blöden Spruch machen? Artgerechte Haltung? Ach nee, komm, ich sag's nicht. Ja. So. Ja, falls sich jetzt hier irgendjemand fragt, ja, was ist denn mit dir los? An deinem Geburtstag? Und sitzt du daheim und kochst und sonst irgendwas? Ja, wir haben es unter der Woche. Ich arbeite und ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock auf diesen ganzen Trubel und was weiß ich da. Alleinstellungsmerkmal, du bist ein besonderer Mensch und weil du heute Geburtstag hast. Es ist gar keine große Leistung, Geburtstag zu haben. Es ist zwar schön, wenn sich dann andere Leute auch an einen denken und einem Geburtstagsgrüße und Wünsche schicken, aber ich sag mal so, so ein Telefon oder sowas, das funktioniert das ganze Jahr über. Da braucht man keine besonderen Tage für. Ja. So. Jetzt haben wir sie alle schön oberflächlich bepinselt. Das war's. So, jetzt kommen die gleich in den Ofen. Den Ofen zeige ich euch gar nicht so gern. Der sieht aus wie Sau. Aber der ist auch schon sehr, sehr alt.
So, dann schauen wir mal, was der Herr S. hier eingepackt hat. Das Klebeband habe ich auch, das ist vom Aldi. Ich weiß es nämlich, ich habe eine Vermutung, aber oh ja. Also, da haben wir irgendwo einen Brief drin. Nein. Einmal das Anheim alte Tage-Tape, wie sie damals von 2020 bis 2023 ihre Alben aufgenommen haben, und zwar, oder beziehungsweise die EP Mehr einer alten Zeit und Aniorim. Das müsste jetzt bei Erscheinen des Videos, müsste das ab jetzt erhältlich sein. Haben sie aber schön gemacht, handnummeriert. Ich habe hier die genau das Drittel gekriegt, die 33 von 99. Dankeschön. Finde ich sehr geil. Das haben sie auch handgemacht. Cool. Schönes Tape. Der Kunz wird jetzt sagen, Magnetbandtechnologie ist so ein Scheiß. Aber ich finde es gut. Ich kenne ja beide Alben oder beide Tonträger. Deswegen lasse ich es jetzt mal kurz hier so ein bisschen einspielen. So, dann haben wir hier den Ans, den Etz. Achso, ja, stimmt, der ist jetzt wieder nicht mehr da. Zu Hause in einer kalten Welt, die Seele bricht, die Scherbenstimmen flüstern, Kälte, Dunkelheit und der weiße Berg muss fallen. Weiter, immer weiter, gen Anheim. Jawohl, da sind sie nochmal. In der alten Besetzung. Jetzt ist die Conny wieder in die Tür reingekommen. Das heißt, du musst dich eher genauer ruhig schnell wieder anziehen. Pimmelparty vorbei. Und hier haben sie jetzt einen Longsleeve gemacht, endlich. Und ich denke, so wie das aussieht, dürfte der passen in 3XL. Ich werde ihn jetzt nicht hier vor laufender Kamera anprobieren, aber vielleicht seht ihr ihn ja dann später beim Endergebnis. Aber das Zeug nehme ich jetzt aus der Küche raus, sonst stinke ich hier alles voll. Da, die Conny nimmt es entgegen. Mein lieber Andi, Dankeschön. Und wenn ihr Anheim noch nicht kennt, die klingen so. Haben wir jetzt den Butterschmalz noch rausgeholt. Der muss dann ohne ins Penge, in die Pan. So, naja, schauen wir mal. Vielleicht mache ich noch einfach her. So, fangen wir mal an. Zack. So, und dann packen wir mal schön die Bratelwürste aus. Ja, ja, so, das aus, der Pinsel kann weg. So, die hier wurden ja, hier steht es noch drauf, im November 23 geschossen, gejagt, also die sind vom Jäger auch. Und absolut köstlich, die Dinger. So,
So, jetzt weiß ich ja, dass es in manchen Landstrichen dieses Landes gibt es nur so feine Bratwurst und sowas. Das hier ist eine grobe Bratwurst quasi. Vom Wildschwein. Das Fleisch ist ein bisschen dunkler. Die normalen groben Bratwürste bei uns sind ein bisschen heller. Das ist ein bisschen dunkler. Sehr, sehr lecker. Und auch gut gewürzt. Ist natürlich auch noch ein natürlicher Anteil Schweinefleisch dabei. Vor allem die kleinen weißen Fettklumpen, aber ein Wildschwein hat in der freien Wildbahn gar nicht so einen hohen Fettanteil. Deswegen ist das gang und gäbe, dass das dabei gemischt wird. Wäre das 100% Wildschwein, dann würde ich die ziemlich eklig finden, weil dann sind die einfach so pures Fleisch, da beißt du rein und dann zerfasert das einfach. So werden sie schön saftig. So. Und die stammen aus, das sind auch hessische, die stammen aus dem Vogelsberg, meine ich, oder im Kreis Vogelsberg. Da wurden die Wildschweine erlegt. Ja, das, also die wurden nicht geschossen, die wurden totgestreichelt und sowas, ne? Für die Sensiblen unter euch, ne? Die wurden totgestreichelt, ganz sanft, die sind eingeschlafen, hat der Jäger noch Liedchen dazu gesungen, hat die 48 Stunden gestreichelt und dann sind sie vor Langeweile gestorben. So, dann macht man die nicht bei voller Hitze. Ich habe hier, der Herd, der hat ja die Stufe 1 bis 3 oder 0 bis 3 in 0,5er Schritten und ich stelle den dann immer auf Stufe 2, also ein Drittel der Hitze. Dann spritzt das nicht so und die braten eher langsam. Jetzt mache ich immer auch noch hier oben drauf, aber einfach so als Beschäftigungstherapie. Und falls ihr euch nicht vorstellen könnt, wie die schmecken, dann schaut mal beim Gorminister in das Video, wie er mich hier besucht hat. Was habe ich geschrieben? Auf Entschleunigungsnatur, auf Natur, ich weiß es gar nicht. Guckt ihr mal rein. War ein schönes Video, da haben wir gar nicht so wild gesoffen, weil das wirklich ein ruhiges Wochenende war, was wirklich alle, die da waren, auch ganz, ganz viel benötigt hatten. So, gut, dann sehen wir uns gleich wieder beim Wenden oder so. So, die Kartoffeln, die sind jetzt natürlich auch schon im Backofen. Wir brauchen jetzt ungefähr 20 Minuten, den Vorgang werden wir uns natürlich hier viel sparen an der Stelle. Und mein Herz noch mal ein bisschen runter, sonst sind die Bratwürste viel schneller fertig als die Kartoffeln. Oder ich würde sie zu lang trinken lassen und dann werden diese Bratwürste, dann werden die so trocken. Das mag ich überhaupt nicht. So, und jetzt circa 20 Minuten später. Die Bratwürste sind fertig. Sind trotzdem angenehm innen weich geblieben. Na, das muss man schön auf niedriger Hitze machen.
Ich habe sie jetzt zwischendrin mal runtergedreht auf 1. Ja. So, die Kartoffeln kann man ausmachen. Die hole ich jetzt raus, dann könnt ihr euch die auch noch mal angucken. Jetzt brauche ich den Handschuh, das Manitou-Topf-Dings-Bums-Handschuh. Ich nehme mal 2 auf einmal, weil ich so sensible, zarte Fingerchen habe. So, die sehen gut aus. So, so, Heizkosten sparen, Backofen ein Stück offen lassen. So, dann, Moment, hier, in voller Schönheit. So, dann werfen wir mal einen Blick auf die Kartoffelchen. So sehen die jetzt aus. Ich weiß genau, die sind lecker. So, das war's. Ein Koch- und Unboxing. Und abonniert diesen Kanal für mehr Rezepte. Und ansonsten, ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Nodin.